Komm schon, Sarah, bitte. Ich weiß, Kleines, ich weiß. Sarah. Hallo Leute, willkommen zu Glorious Gaming und der 30 Fragen, 30 Spiele Challenge. Wir sind bei Frage 4 angekommen. Welches Spiel hast du am meisten durchgespielt und wie oft? Bei mir ist es The Last of Us Part 1 von Naughty Dog. Das habe ich bis heute 5-mal durchgespielt. Dreimal auf der PlayStation 3. Zweimal auf der PlayStation 4. Grandioses Spiel, großartige Geschichte, glaubhafte Welt samt Charakteren. Ich liebe einfach alles an The Last of Us Part 1 und ich fand sogar Part 2 besser. Über die Story kann man sich streiten. Die wird, ja, die hat nicht jedem gefallen, klar. Eindeutig, weil die viel gewagt haben in der Story. Aber was man auf gar keinen Fall oder was absolut nicht bestreitbar ist, ist, dass die Kollegen oder die Entwickler von Naughty Dog sich technisch komplett verbessert haben. Also von der Sprung von The Last of Us 1 zu The Last of Us 2 ist auf jeder Ebene einfach grandios. Ich hatte teilweise das Gefühl, echte Menschen auf dem Bildschirm zu sehen und das ist bei einem Spiel sehr, sehr selten. Aber wie gesagt, es ist ein Streitpunkt. Das Spiel hat, glaube ich, 50% von den Usern bekommen, von den Kritikern weit über 90 gelobt. Und ja, eines der geilsten Spiele 2020, definitiv, kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr eine PlayStation 4 habt. Ich würde sagen, wir springen mal zu The Last of Us Part 1 und schauen uns das Prolog an, damit ihr auch versteht, warum das Spiel so geil ist. Denn es ist teilweise echt harter Tobak. Ist nicht für, ja, so zwischendurch. Man ist keine Kost für zwischendurch. Aber was ich meine, werdet ihr jetzt sehen. Ich mache mal den Übergang hier. So, da sind wir mitten im Spiel. Ach, ich brauche nicht abspeichern. Denn ich will euch nur Prolog zeigen und dann, oder werde ich das nochmal durchspielen? Achso, ich habe einen neuen Patch und damit sind die Ladezeiten extrem schnell geworden. Also, wenn ihr jetzt Bock auf The Last of Us bekommt, dann kann ich euch versichern, die Ladezeiten sind richtig geil. Ich würde aber auch warten auf die PS5, da sind die Ladezeiten noch einen Ticken schneller. Tommy, hör mir zu. Er ist der Lieferant. Er ist der Lieferant, okay, ich brauche den Job. Ich verstehe. Lass uns morgen früh drüber reden, okay? Wir reden morgen früh. Okay, bis dann. Hey. Rutsch mal. War ein harter Tag, hm? Warum bist du noch wach? Es ist spät. Oh nein, wie spät ist es? Du solltest schon längst im Bett sein. Hauptsache, es ist noch heute. Kleines, bitte nicht jetzt. Ich habe keine Energie dafür. Hier. Was ist das? Dein Geschenk natürlich. Du redest dauernd von deiner kaputten Uhr. Da dachte ich, naja. Magst du sie? Kleines, die ist schön, aber ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein, nein, nein. Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen. Ich deale mit harten Drogen. Oh gut, dann kannst du helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, bestimmt. Grafik ist aber immer noch gut, oder? Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wann das Spiel rausgekommen ist. Gute Nacht, meine Kleine. Aber das sieht ja echt noch richtig geil aus. Das kam auf jeden Fall zur PS3 raus. Dann kam das Remaster, das ist auf jeden Fall schon 6 Jahre alt. 7. Boah. Erstaunlich. Hallo? Sarah,
Kleines, du musst mir deinen Daddy geben. Onkel Tommy, wie viel Uhr ist es? Ich muss dringend mit ihm sprechen, also. Onkel Tommy? Hallo? Nach The Last of Us Part 2 kam ja noch Uncharted 4. The Last of Us Part 2 kam ja noch. Ich würde sagen, 8 Jahre alt vielleicht. Oder 7? Ja, zwischen 7 und 8 Jahren. Aber da sieht Hammer aus. Guckt euch mal die Reflexion aus hier. Die Spiegelung meine ich, nicht Reflexion. Reflexion kommen aber auch später. Hier können wir so ein bisschen noch erkunden. Aber das könnt ihr ja selber machen, wenn ihr das Spiel spielt. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, das zu spielen, wer es noch nicht gespielt hat. Daddy? Absolut empfehlenswert. Eines der besten Spiele aller Zeiten. Aber das habe ich ja schon angemerkt. So, hier, das will ich euch noch zeigen. Das haben die richtig geil gemacht. Im Zusammenhang mit der landesweit ausgebrochenen Pandemie. Wo bist du? Uns erreichen Berichte, dass die Opfer der Infektion zu erhöhter Aggressivität neigen. Auch die Spiegelung wieder vom Fernseher, richtig geil gemacht. So, wir gucken mal aufs Fenster. Ganz in der Nähe. Was war das? Ach, das ist geil. Und auch dieser, diese schreckhafte Haltung und sowas. Hier, das finde ich auch geil, dieses Environmental Storytelling. Also, die erzählen quasi die Geschichte dieses Hauses mit den ganzen Details, die sie hier verstreut haben. Das finde ich auch richtig geil gemacht. Dad! Und all diese Aspekte, Mimik, Haltung der Spielfiguren, Animationen, all das haben die in The Last of Us Part 2 definitiv verbessert. Meiner Meinung nach. So, da klingelt das Handy. Da ist der Bruder dran. Ich gehe aber hier lang. Denn damit löse ich dann die Sequenz aus. Da bist du ja endlich. Sarah, bist du okay? Ja. Und von diesen Reflexionen sprach ich gerade. Nein, wer sollte hier reinkommen? Halt dich von den Türen fern. Bleib einfach zurück. Dad, irgendwie machst du mir Angst. Was ist denn los? Sind die Coopers. Etwas stimmt nicht mit ihnen. Ich glaube, sie sind krank. Sie sind krank? Oh Gott. Jim. Dad. Jimmy, komm her. Komm her. Hey. Alles wird gut. Jimmy, komm zurück. Jimmy, ich warne dich. Nein. Das ist geil gemacht, ey. Geh. Junge, es ist gut inszeniert. Du richtig geil. Sarah. Ich habe ihn heute Morgen gesehen. Hör mir zu. Hier geht was Schlimmes vor sich. Wir müssen hier raus. Hast du verstanden? Ja. Tommy, los. Los. Wo okay. Verdammt warst du? Weißt du, was hier draußen los ist? Ich habe da eine Ahnung. Komm, Scheiße. Geh da rein. Da ist überall Blut. Ist nicht meins. Lasst uns einfach abhauen. Anscheinend sind so gut wie alle in der Stadt durchgedreht. Können wir bitte gehen? Irgendein Parasit oder sowas. Sagst du mir, was passiert ist? Später. Hey, Sarah. Wie geht's dir, Liebes? Ganz gut. Machst du das Radio an? Ja, klar doch. Danke. Auch die Synchronsprecher, richtig geil gemacht. Radio. Ja, uns geht's super. Eben noch hat der Sprecher palabert. Und wo sollen wir hin? Er sagte, das Militär baut Straßensperren auf. Kein Zugang zu Travis County. Wir müssen so schnell wie möglich weg. Die 71 nehmen. Die wollte ich nehmen. Wie viele sind denn gestorben? Viele, glaube ich. Meine Familie lag völlig zerfetzt im eigenen Haus. Ja. Sorry. Wie ist das passiert? Das weiß niemand. Es passiert nicht nur hier. Erst schien es nur der Süden zu sein. Jetzt hört man was über die Ost- und die Westküste. Herr im Himmel. Das ist Louis' Farm. Ich hoffe, der Schweinehund hat's geschafft. Ganz bestimmt. Sind wir krank? Nein, natürlich nicht. Woher weißt du das? Sie sagten, es sind nur ein paar Leute in der Stadt. Nicht hat Jimmy nicht in der Stadt gearbeitet? Hat er, das stimmt. Alles gut, glaub mir. Okay. Mal sehen, was sie brauchen. Was zum Teufel machst du? Fahr weiter. Sie haben ein Kind, Joel. Haben wir auch. Wir haben doch Platz. Hey,
Fahr vorbei, Tommy! Stopp! Ich habe mehr gesehen als du. Niemand anders wird kommen. Ja, hier sieht man schon den Charakter von Joel. Er tut alles, um die zu beschützen, die er liebt. Da geht er auch über Leichen. Und das spiegelt sich auch im Rest des Spiels wieder. Wir könnten einfach umdrehen und... Hey, was zum Teufel los jetzt? Du Scheiße. Oh mein Gott. Tommy! Tommy! Du Scheiße! Oh. Was zum Teufel war das denn? Hast du es gesehen? Ja, hab ich. Verdammt! Dreh hier, dreh hier! Wovor rennen die weg? Ich versuch's ja! Oh nein! Oh Gott, Hilfe! Wir können hier nicht anhalten, Tommy! Ich kann nicht durch sie durchfahren, Joel! Fahr zurück! Hinter mir sind sie auch! Da, da, da! Festhalten! Fahr! Scheiße. Ja, jetzt wird die Perspektive gewechselt und zwar steuern wir jetzt Joel. Hey. Hey. Ach du Scheiße. Zurück, Kleines. Zurück. Kleines. Okay, gib mir die Hand. Was ist denn? Mein Bein tut weh. Wie schlimm. Ziemlich schlimm. Wir müssen jetzt rennen. Komm, Schatz. Halt dich fest. Okay. Daddy. Er ist tot. Oh nein. Mach die Augen zu, Kleines! Junge. Boah. Richtig geil inszeniert, ey. Richtig gut. Ja, was man hier auch sieht, ist, da steht einer, wenn ich da laufe, dann wird er mich beißen. Game over. Die Tankstelle explodiert, ist es natürlich. Da kann ich natürlich auch nicht durch. Sieh einfach nur mich an, Kleines. Hier ist jetzt ein Unfall, da kann ich auch nicht lang. Haben die echt gut gemacht. Und da steht natürlich auch einer. Ja. Und was ich damit sagen will, ist, dass das eigentlich so ein Schlauchlevel ist. Und dass der Spieler eigentlich gar nicht checkt. Oder nicht checken soll. So. Alles sehr stark gescriptet. Auch hier. Wo die Feinde sind. Das ist beim zweiten Teil nicht mehr so stark vertreten. Tatsächlich. Die Level sind viel offener, viel weiter und dadurch auch viel geiler auch. Viel authentischer. Los zum Highway! Los! Du hast Sarah! Ich bin schneller als sie! Onkel Tommy? Wir treffen uns dort! Mach schnell! Ja, wenn ich hier stehen bleibe, dann werde ich auch von den Zombies, von den Freakern, nee, wie heißen die denn hier? Von den Infizierten. Gebissen und dann ist das Spiel natürlich auch Game Over, so wie von dem hier. Kann man leicht gebissen werden. Okay. Ist der Part beendet? Ist okay, Kleines. Wir sind sicher. Hey! Helfen Sie uns! Stopp! Bitte! Meine Tochter, ich glaube, ihr Bein ist gebrochen. Bleib da stehen! Okay. Wir sind nicht krank. Ich habe hier Zivilisten im äußeren Umkreis. Anweisung?
Daddy, was ist mit Onkel Tommy? Wir bringen dich in Sicherheit und holen ihn dann, okay? Sir, es ist ein kleines Mädchen. Aber... Ja, Sir. Glauben Sie mir, wir sind gesund, aber wir brauchen Ihre Hilfe. Oh, Scheiße! Oh nein. Sarah! Okay, lass mich mal sehen, Kleines. Ich weiß, Sarah, ich weiß. Hör zu mir, ich weiß, es tut weh. Alles wird gut, Sarah. Bleib nur wach. Okay, Sarah, ich heb dich jetzt hoch. Ich weiß, Kleines, es tut weh. Komm schon, Sarah, bitte. Ich weiß, Kleines, ich weiß. Sarah! Kleines! Kleines, tu mir das nicht an. Bitte tu mir das nicht an. Was für ein Einstieg in diese grandiose Geschichte. Also diese Szene geht durch Mark und Bein, zumindest bei mir. Die packt mich jedes Mal emotional. Die werde ich auch niemals vergessen. Das ist eines der geilsten, einer der geilsten Momente in der Spielgeschichte. Es ist eines der geilsten Geschichten und eines der geilsten Spiele, auf jeden Fall. Dieses Spiel gehört in jede Spielsammlung. Der zweite Teil meiner Meinung nach auch. Auch wenn nicht jedem die Geschichte schmecken wird. Die ist genauso brutal und herzlos wie die erste. Da braucht ihr euch nichts vormachen. Ja, was ist euer Spiel, was ihr so am meisten durchgespielt habt, wo ihr immer wieder in die Welt zurückkehren wollt, immer wieder durchleben könnt und immer wieder die Geschichte erleben könnt? Bei mir ist es The Last of Us, auf jeden Fall. Ich werde auch den zweiten nochmal durchspielen. Ich freue mich auf eure Kommentare. Macht bitte mit. Ich wünsche euch das Beste. Ich wünsche euch alles Gute. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein und bleibt gesund. Ciao.